Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch zurück und wir haben gerade eben ein Paket bekommen, mal gucken was drin ist. Schon wieder ein Mantel. Haben wir jetzt den Mantel eigentlich irgendwo? Tatsache, wir haben den Mantel. Erstmal angucken. Boah, 40. Was hast du? 8. Und wie siehst du aus? Sieht fast so putzig aus, dass man es behalten muss. Ja, ich lasse es mal dran, ne? Ich lasse es mal nochmal dran. Moment, wir haben ja tatsächlich manche gar keine Schuhe. Schuh. Das geht ja mal gar nicht. Vor allem, wenn das eine oder andere Krieger ist. Wie viel Rüstung hast du? 3. 4. Ah, rostiger Helm. Na gut, ist auch rostig, ne? Eieiei, Buch des Jägers. Müller, Kochbuch, Holzfäller. Schwimmer, Jäger. Ach, dann machen wir dich einfach zu einem besseren Jäger. Magier, Fischer, Kochbuch, Fischer. Holzfäller. Müller, ach, dann machen wir dich noch zu einem Holzfäller. Krieger, Bergarbeiter. Ach, du magst es auch zu kochen. Was haben wir jetzt noch? Müller. Irgendwo noch ein Müller. Müller. Ludern? Haben wir keinen Müller? Koch. Bergarbeiter, Koch, Holzfäller. Müller! Doch, wir haben einen Müller. So, ein besserer Müller. Gut. Dann sehen wir mal nachher, wie das hier jetzt funktioniert. Und theoretisch kann man da ja auch noch andere Fallen dann. Also dieses gibt ja später noch ganz, ganz andere Sachen. So komische Tesla-Türme. Kann ich gerade mal zeigen, wenn ich sie hier sehe irgendwo. Na. Tesla. Wo haben wir denn den Tesla? Ne, das ist eine Weiche. Ach, übrigens, Lore. Wir können später auch noch solche Sachen bauen. Hier, Tesla-Turm. Dauert noch eine ganze Ecke. Das Ding schießt auch. So, Turmspitze können wir ja jetzt bauen. Habe ich ja vor Ewigkeiten mal angeplant. Ton, der Ton macht die Musik. In dem Fall das Dach. Und Stein. Zack, zack, in Auftrag gegeben. So, und jetzt kommen wir natürlich hier an den Punkt, wo ich mir echt überlege, dass wir da oben natürlich jetzt noch was hinbauen. Und wir haben natürlich auch noch oben hin ordentlich Platze. Aber inwiefern wir das machen, hängt natürlich auch davon ab, wie das hier ist. Vielleicht, wenn das hier funktioniert, werde ich hier noch rüberbauen und das hier anschließen. Und dann haben wir hier quasi so eine Art Dungeon-System vorbereitet, das ich eventuell auch noch ausbauen könnte. Und inwiefern ich das dann letzten Endes ausbaue, hängt natürlich von der Effizienz ab. So, und wie viel Platz wir natürlich auch brauchen. Aber das hier können wir auf jeden Fall jetzt schon mal machen, denn... Wobei... Können wir nicht irgendetwas... Steinmauer... Blumenrelief... Das ist irgendwie... Blumenbeet... Ja, sieht halt hübsch aus. Das war's dann aber auch, glaube ich. Schwarze Säule zur Innendekoration. Ist halt für uns, ne? Für das Auge des Spielers, dass es da irgendwie hübscher aussieht. Bergarbeiterlampe. Eine Bergarbeiterlampe kann in jedem Stockwerk an jedem beliebigen Stelle als Lichtquelle genutzt werden. Sie ist für den Einsatz in Minen bestens geeignet. Nachdem in dem Bereich alles angebaut wurde, kann die Lampe in einen anderen Ort gebracht werden. Ah. Wie schnell muss ich mir das vorstellen? Machen die Zwerge das von allein oder muss ich das machen? Fragen über Fragen. Hier haben wir übrigens auch noch Spitzhacken. Und Stahl. Gedönsel. Also wir werden über kurz oder lang noch mehr Stahl herstellen müssen. Schleifstein. Was macht eigentlich ein Schleifstein? Erhöht die Effizienz von Schwertkämpfern. Ah. Also von Kriegern demnach. Dann würde ich mal so interpretieren. Papier brauchen wir auch nicht wirklich. Mehl. Können wir Brot herstellen? Nee, wir können bis jetzt nur Mehl herstellen. Also Mehl für Selbstzweck. Mehl halt, ne? Man hat dann halt Mehl. Kommt wahrscheinlich alles noch. Ziegel. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit den Ziegeln alles machen können.
Außer natürlich das, was wir bereits schon gebaut haben. Also, Moment, wo haben wir's? Das da und das da. Also Schindeldach und Turmspitze. Ja, lassen wir mal weiterlaufen. Bevor ich hier noch ewig rumrätsle. Gucken wir mal, ob wir nicht irgendwas hier noch zu Ende bringen können. Metalltruhe, Turmspitze, quadratisches Fenster, Holzturm, fester Rucksack. Dafür brauchen wir wieder Seil und für Seil brauchen wir Wolle. Und Wolle haben wir wahrlich genug. So, zack, zack, zack. Passt. So, wo haben wir denn jetzt diesen festen Rucksack? Ach, ich nehme den kurzen Weg, bevor ich ewig suche. So, Seil, klack. Uiui, der frisst aber ganz schön Holz. Oh, und den muss man auch in Auftrag geben, wie ihr seht. Jetzt müssen wir auch dieses Holz letzten Endes bald mal wieder in Auftrag geben. Denn das ist ja das verarbeitete Holz. Ach, weißt du was? Was soll der Geiz? Wir haben genügend Holz. Und vor der Tür wächst noch jede Menge. So. Wo ich gerade sage, da wächst jede Menge, ne? Das könnt ihr eigentlich auch mal abbauen. Und, ich will den Sand haben. Der Sand ist wichtig. Der sichert uns diverse Bauprojekte. So. Zack, 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 zack. Jetzt kann man das hier quasi schon mal ein bisschen vorplanen. Und jetzt bin ich gespannt, ob diese Türme irgendwas taugen. Also vor allem auch, wie hoch die schießen können. Und ob sie unter Wasser atmen müssen. Fragen immer Fragen. Klack, klack. So wächst jetzt so nach und nach auch die Zwergenfestung nach oben. So. Aber irgendwie scheint noch kein Vieh das Bestreben aufzuzeigen, unbedingt hier hoch zu wollen. Bin ich jetzt momentan auch nicht wirklich böse drüber. Moment, wo haben wir denn Stahl? Was wollte ich eigentlich gerade machen? Gott, ich bin gerade eben total planlos im Kopf. Nein, jetzt weiß ich es wieder. Genau. Ich wollte wieder gucken, was das hier benötigt und ob wir das gerade machen können. Ja, wir können das wieder machen. Davon brauchen wir noch so viel. Wir sollen es gleich wieder bauen. Wasser, 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 Wasser. Ist schon wieder weg. Ist ja herzallerliebst. Ah, hier hält sich das Wasser aber momentan noch nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich muss ein Fisch drin sein, dass das Wasser bleibt. Das ist momentan so meine These. 56%. Die anderen Räume könnten wir theoretisch auch nochmal ganz kurz ausschmücken. Mit den Dingen, die wir da bereits schon haben. So. Und so. Und was haben wir denn noch so? Ja, ein Stuhl. So, genau. Du bekommst da noch was hin und drunter bekommst du einen Stuhl oder einen Sessel. Du magst es hier unter einem Felle zu liegen. Und, ja. Und hier daneben hast du quasi dein Buchregal zum Schmökern. Du hast das hier. Daneben deinen Stuhl. Es geht eigentlich relativ schnell, wenn man das so einrichtet, ne? Ist eigentlich gar kein Problem. Oder zumindest kein größeres. Und dann freut sich natürlich auch wieder der Grinsekasper, wie ihr seht. Schon 58, gerade waren es noch 56. So. Es ist immer noch 58, also ich weiß auch nicht genau, wie die Berechnung funktioniert. Irgendein Algorithmus wird da im Hintergrund laufen. Fitz, Fitz. Guckt euch mal den an, wie stark der inzwischen schon schießen kann. Apropos stark schießen, wir haben ja schon wieder ordentliche Bögen in Auftrag gegeben gehabt und die sind schon längst fertig. So. Und so. Ja. Dann brauchen wir eigentlich sogar nur noch einen einzigen Bogen, glaube ich, in dieser Art herstellen. Dann sind unsere aktuellen Bogenschützen alle ausgestattet. Dann tun wir das doch mal ganz schnell.
So. Und schwertertechnisch wäre es natürlich auch von Vorteil, wenn. Oh Gott, das frisst so viel Ressourcen. Na, was soll's. Ein weiteres Schwert. Und dann haben wir nämlich auch bald das Level voll. Sobald die das gemacht haben. Da bauen sie es schon. Dann können wir nämlich dann quasi. Was können wir denn danach machen? Dann können wir die fortgeschrittene Dekoration machen. Oh, da kommen richtig hübsche Sachen. Dekorativer Schild. Oh, eine Topfpalme. Ach, eine Topfpalme. Wie süß. Ist total 80-Style. Oh, und Stahlrüstungen. Der Stahl, die Rüstung mit der Stahlrüstung. Tja, wenn wir nur so viel Stahl hätten, ne? Stahl ist ja so viel wert wie Gold. Naja, so viel wert wie Eisenerz letzten Endes. Denn Eisenerz ist halt dann doch irgendwie selten. So. 6 Stück nochmal in Auftrag gegeben. Wir müssen echt gucken, dass wir nochmal Eisenerz herkriegen. Das ist ja eigentlich extrem peinlich. So, Moment. Zack, 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 zack. Genau. Dann kommen wir da runter. Und zwar so kommt ihr da runter. Das hier könnt ihr auch abbauen. Meine kleinen lustigen Zwergentiere. Und da werden wir so nach und nach auch uns runterarbeiten, wie ihr seht. Im Grunde ist es schon so eine Art unfreiwillige Vorbereitung. Aus der Not heraus geboren. Autsch. Da fiel er runter. Und weitermachen, weitermachen, weitermachen. Keine Müdigkeit vorschützen. Das baut sich doch nicht von selbst. Apropos baut sich nicht von selbst. Ja, der hat noch mal einen Stuhl hier drin. Genau, so gefällt mir das. So, zack. Zack, 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 zack. Das ist aber, glaube ich, gar kein Eisenerz. Oder ist das Eisenerz? Doch, das ist Eisenerz. Das ist kein Eisenerz. Der buddelt da immer noch, er packt's nicht. Sind deine Klauen nicht scharf genug, du kleine Bestie? So, und ja. Dann machen wir das auch so. Also zwei hoch. Da oben können wir dann quasi so. Keine Ahnung, was wir denn machen. Die Küche hat ja immer noch keinen offiziellen Ort. Und auch der Mühlstein sollte theoretisch nicht unbedingt ewig hier rumstehen. Da gibt es sicherlich bessere Orte für. Schnarch, schnarch. Ah, hier fehlt noch was. Fortgeschrittene Bewaffnung. Ach komm, dann bauen wir noch so einen Schleifstein. Dann ist das Spiel auch glücklich. Eisenerz. Zack. Geschafft. So, damit können wir jetzt die fortgeschrittene Dekoration machen. Ach nein, können wir nicht. Wir müssen immer noch den Innenausbau. Ach komm, dann. Fortgeschrittener Bau. Fortgeschrittener Bau. Komm, wir bauen noch ein Fenster. Das kostet ja quasi nix. Ein paar Glasscherben. Die sind auch schnell wieder hergestellt. So. Und das haben wir auch geschafft. Na also. Jetzt kommt auch die fortgeschrittene Dekoration zum Einsatz. Glasvase. Dekorativer Schild. Oh. Uiuiuiuiuiui, ist ja gar nicht teuer. Ja, dann nehme ich dann doch mal mit der Topfpflanze irgendwie vorlieb, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist deutlich preiswerter. Oh, und die haben wir schon gebaut. Cool. So. Wo setzen wir die denn hin? Ja, wo kommen denn solche Topfpflanzen hin? Na, die kommen natürlich normalerweise irgendwo hier so auf den Gang. Wo alle sich dran erfreuen können. Na? Das ist auch noch ein ziemlich armseliges Zimmer, das kann nicht fast so nicht bleiben. Das muss noch irgendwie anders werden. Aber es kommen ja nachher auch noch andere Schränke. Und hübsch, hübsch. Ja, es kommt. Er will drüber springen, habt ihr gesehen? Er hält es für einen Berg und will drüber springen. Ist nicht der hellste Zwerg im Lampenladen. So, Moment. Nein, nicht dahin, sondern dahin. Und ich glaube, wir hatten schon wieder irgendwo eine zweite. Ja, genau.
Einen zweiten Nikolaus. Einen zweiten Nikolaus. So und so. Bis ein Fernkämpfer. Eigentlich sollte ich natürlich erstmal die Nahkämpfer mit sowas ausstatten. Moment. Ich glaube, die Nahkämpfer haben schon alle diese Rüstungen. Na gut, dann. Dann. Dann sind jetzt die Bogenschützen dran. Quasi logische Reihenfolge. Erst Bogenschützen, erst Krieger, dann Bogenschützen, dann Magier, weil das auch die Fernkampfreichweite ist. Wobei man bei Kriegern natürlich nicht unbedingt von Fernkampf spricht. Schmiedebuch! Yeah! Ich freue mich. Aha, da unten kommt, glaube ich, nochmal... Nee, das ist dann wiederum Silber. Und nicht mehr Eisen. Aber hier ist nochmal Eisen. Dann holen wir uns hier dieses Eisen. Nur um zu beweisen, dass wir es brauchen. Tja, oder irgendwie... Ah, jetzt kommt hier gleich die Welle. Komm, mach mal hinne. Das kriegen wir in dieser Folge noch hin. Doppelte Geschwindigkeit! Warp-Geschwindigkeit, Mr. Worf! Oder war das Mr. Worf? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. So, Star Trek, falls ihr euch wundert. The Next Generation. So, aus eurer Sicht höchstwahrscheinlich schon relativ lange her. Habe ich als Kind ja angeguckt. Und da kommt's auch gleich schon, das böse, böse Romulaner-Raumschiff. Na, Spaß beiseite. Bleiben wir beim Thema Zwerge und Skelette. So, ich würde mal sagen, jetzt ist sogar mal an der Zeit, dass ich die Burschens zusammentrommele, auf dass sie zermürben des Feindes Bemühungen. So, bei 10 Sekunden würde ich mal sagen. Oder bei 5. Genau, gehen wir mal auf normale Geschwindigkeit. Ich hoffe, sie kommen wieder links. Dann ihr wollt mich doch veräppeln. Also wie ihr seht, die Falle funktioniert super. Denn sie veranlasst den Feind dazu, nicht dort zu spawnen, wo ich es gerne hätte. Aber an der Stelle können wir gleich mal was machen. Den Feuerball werden wir testen. Sobald hier Feindvolk sich angesammelt hat. Der macht nämlich, glaube ich, einen schicken AOE. So. Attacke! Kauft sie euch! Ich habe so das Gefühl, das ist diesmal eigentlich gar nicht nötig. Die Gegner sind relativ schlecht. Aber egal. So, mal gucken. Fitz! Oh ja, wirft sie ein bisschen zurück und ich glaube, hat auch gerade jemand umgehauen. Macht einen netten kleinen AOE. Nein, was rennst du denn da raus, du Hirsch? Naja, was ist das? Lasst ihn einfach, er weiß schon, was er tut. Er ist der Krieger, er ist der Spezialist. So, das ist ein Plan, wir schon mal bald die nächsten Schritte. Er rennt schon rein, er weiß schon, was er tut. Er ist der Krieger. Na? Los, macht sie kaputt! Das sind aber diesmal extrem viele. Muss man ganz ehrlich sagen. Fitz! Oh, das hat sie ordentlich angeschlagen. Also, jeder, das macht den Zwerg es dann extrem leicht, sie umzuklatschen. Wie viel Mana kostet das eigentlich? Ich weiß es nicht. Und der letzte. Ah, der zählte sogar schon nicht mehr dazu. Und gewonnen! Sauber. Ach, und da kommt nochmal so ein Nachzügler. Tja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So, 1, 2, 3, 4, ja, die 4 da können wir da oben quasi das noch voll fertig machen. Dann sind die Planungen quasi da schon mal am Voranschreiten. Und hier machen wir euch jetzt mal den Weg ein bisschen kürzer.
Dann geht das natürlich auch schneller. Moment, ein, zwei Sachen, die ich noch in Angriff nehmen will, bevor hier die Folge schon wieder beendet ist und ich wieder nicht weiß, was ich alles tun wollte. Da kommt jetzt hier nochmal eine Fackel hin. Da kommt noch eine Fackel hin. Wobei, nee, die brauchen wir da gar nicht. Da brauchen wir definitiv eine Fackel und ihr kraft euch jetzt da hoch. So, liebe Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal natürlich auch gerne wieder ein, wenn es wieder heißt Craft the World mit mir, dem Mr. Merb. Und ja, wir gucken nochmal ganz kurz mal im Abschluss, wie wir technologisch momentan dastehen. Wir können jetzt die fortgeschrittene Dekoration machen. Wir können ein Fass bauen. Ja, es gibt für einen Zwerg nichts Schöneres als ein Fass. Da stellt man sich so hin und dann träumt man von Bier. Was Zwerge halt zu tun, ne? Darüber hinaus sollten wir mal gucken, dass wir die Landwirtschaft noch hinkriegen, weil dann können wir endlich auch Brot herstellen, Brötchen und Apfelkuchen. Das nehmen wir dann das nächste Mal in Angriff, wenn ich es nicht vergesse, denn ich mache jetzt erstmal auch wieder eine Pause in der Sache Aufnahme, weil es schon relativ spät ist und ich ins Bettchen muss. Also, liebe Leute, danke fürs Zuschauen, schönen Tag noch, tschüss und ade.